So Leute, willkommen zu COD WW2 Krieg Operation Husky. Das ist die neue DLC-Map und ich freue mich sehr, diese DLC-Map mit euch zu spielen. Ich habe hier eine wunderschöne DLC-Waffe dabei, die Itra Burst mit der K98, da ich nicht weiß, ob diese Map Range oder Close ist, also größer oder kleiner. Da wir jetzt gerade einen Blackscreen haben, heißt es, dass ich gerade als Einziger noch in der Lobby bin und dass zu wenig Spieler gerade da sind, um die Runde zu beginnen. Wow. Gut. Oh. Der hat ein eisernes Kreuz, wie ich sie gesehen habe. Cool, cool. Ja, das ist meine erste Runde, die ich spiele. Und wir müssen Sachen deffen. Oh, das sind Antipanzerminen. Nee, Stolperminen. Das ist cool. Normal müsste man hier am besten raufkommen können. Okay, ich habe keine Ahnung. Das Fenster ist auf jeden Fall benutzbar. Denke ich. Wow, der hat 2 Treffer überlebt. Okay, es ist meine erste Runde, wie gesagt. Ich bin auch schon seit längerem nicht mal im Spiel gewesen. Seit ein paar Tagen. Und ja, das sieht man da wunderbar. Ich wollte auch gerade snipen. Und scheinbar haben wir auch jemand, der zwar neu dabei ist, aber keine Ahnung davon hat. Ah, verdammt. Ey. Okay, okay, das war jetzt nicht so glorreich. Oh mein Gott, das Emblem, Leute. Ich muss zensieren. Aber gut, gut. Ich muss mich jetzt hier echt erstmal wieder einspielen, aber das geht schon, ich krieg das hin. Okay, das Wort nichts. Den hat schon jemand. Okay, okay, ich muss mich nur kurz einspielen, Leute, das haben wir gleich. Habe ich gesagt, den haben wir gleich? Ich meinte, das haben wir gleich, das Einspielen. Hier sind auch noch Geheimdaten, da ich mir denke, dass sie dann eher von da kommen. Den habe ich doch gedacht, das ist ein Teammate, okay. Das waren... Ach, die sind unter uns, okay. Nein, da war noch ein Sniper. Okay, ich bin mir gerade noch sehr unsicher, was ich hier von der Map halten soll, weil es ist meine erste Runde. Und die Map ist jetzt sehr klein, sehr verwinkelt. Ich bin gerade auch der festen Überzeugung, dass meine Waffenwahl nicht richtig war. Na... Gut, zurückgebracht. Jupp. Nicht richtig war. Meine Waffenwahl für diese Map ist absolut nicht korrekt gewesen. Also, ich hätte hier vielleicht lieber eine Maschinenpistole nehmen sollen. Aber immerhin, Double Kill mit diesen Sprengstofffallen. Wie sehen denn die Teams aus? Wir haben eigentlich nur High-Leveler und dann ist trotzdem jemand so ein leicht Brain-AFK gewesen. Na gut, einem zurückbringen. Okay. Okay. Na gut, da den habe ich nicht bekommen. Ich bin nicht so ein guter Sniper, dass ich mir das erlauben kann. Entschuldigt bitte bei dem ersten Gameplay, aber... Also bei diesem ersten Gameplay auf dieser Map, dass ich nicht... Oh, Keller. Allzu gut spiele. Es ist halt echt... Wow, jetzt haben 3 Leute Geheimdaten. Ja, auf jeden Fall entschuldigt mich bitte dafür, dass ich nicht allzu gut spiele. Es ist halt seit langer Zeit mein erstes Mal wieder. Naja, so lange auch nicht, ein paar Tage, aber man ist sehr schnell raus. Und naja, ich versuche mein Bestes, hier gerade noch zu siegen und zu gewinnen. Aber gut, wir ziehen uns zurück. Mal gucken, was wir machen müssen. Was müssen wir jetzt machen? Deffen. Okay, bauen wir hier einfach zu. Komm, komm, das schaffst du, das schaffst du. Gut. Ja. Oh, das müssen wir deffen. Was ist das denn? Ach, das ist eine Mühle. Eine Mühle müssen wir deffen. Das ist schon sehr weird, wenn wir hier... Ich wollte auch, was auch immer das war, haben. Es war cool. Es hatte ein Feuersymbol. Es muss irgendwas Brennendes sein. Das wollte ich auch haben. Wow. Wer auch immer mich da gerade bekommen hat. Da waren 2. Da waren 2.
Na gut, egal. Boah, hier sind mehrere drin. Die sind hier komplett drin. Okay, das ist wohl gar keine Map für eine Burstwaffe. Also, das kann ich ja nicht wissen, dass man hier am besten mit einer Maschinenpistole rumläuft, wenn ich noch keine Ahnung von der Map hatte. Auf jeden Fall. Ich fühle mich mit der Burstwaffe hier extrem unterlegen. Aber, oh, da war noch einer. Den muss ich ja, wenn schon, denn schon snipen. Doch nicht, das waren Blätter. Ja, Blätter konnte ich von mir aus auch snipen. Das ist auch nicht so tragisch. Also, ich muss sagen, diese Map ist um einiges schwerer als zum Beispiel Operation Neptun oder wenn, oder wie die hieß, diese Normandie-Map. Die ist um einiges einfacher zu verteidigen als die hier. Okay, was ist jetzt los? Oh mein Gott, Luftkampf. Okay, okay. Es gibt Luftkampf. Ich hab's ja mal angekündigt. Ich fühle mich langsam. Kann ich meine Mausgeschwindigkeit hochmachen? Ja. Okay, ich kann meine Mausgeschwindigkeit hochmachen und dann bin ich etwas wendiger. Oh Gott, das ist ja unangenehm zu steuern fürs erste Mal gerade. Okay, 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 okay. Nach oben. Hä? Okay, ich muss die Maus nach unten ziehen? Oh Gott, ist die Steuerung unangenehm. Komm, 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 komm. Nach oben. Okay, ich muss sagen, das ist eine unangenehme Steuerung. Sie ist nicht angenehm. Ich habe keine Ahnung. Okay, okay. Kann ich mit... Nee. Ah, ich kann aber Schub geben. Okay, okay. Ich muss mich da nur mit einfinden. Komm hier jetzt auf den... Oh Gott, ist das eine unangenehme Steuerung. Ja, wir haben ihn getroffen. Okay, das ist die seltsamste Flugzeugsteuerung, die ich habe. Ich habe ehrlich gesagt auch schon in der Story-Mission Probleme gehabt mit der Flugzeugmission. Da hatte ich ja auch schon überhaupt Probleme, irgendwas zu treffen. Aber, Alter, das Flugzeug fliegt sich dermaßen schwammig. Muss ich sagen, also, es ist cool gemacht. Also, sagen wir es mal so, es ist wirklich eine interessante Idee. Aber ich... Wow. Aber ich treffe einfach nichts. Ich sehe es jetzt schon. Das ist ja unangenehm zu steuern. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, bevor ich gespielt habe, ins Forum geschaut, um mir Infos anzulachen, was mich jetzt hier erwartet. Und ich habe im Forum bereits gelesen, dass es wohl eine extrem seltsame und unangenehme Steuerung hat. Und dass viele Leute es gar nicht auf die Reihe bekommen zu fliegen. Ich schließe mich den Leuten an, die Probleme damit haben, weil ich werde keinen Kill damit machen. Ne. Ne, Alter. Ist das unangenehm. Also die Steuerung ist auf dem PC mit der Maus träge und irgendwie reagiert auch das Spiel nicht genauso, wie ich will. Also, ich habe schon einige andere Spiele gespielt mit Luftkämpfen, aber noch nie war eine der Steuerungen so unpräzise. Aber wenigstens Hitmarker. Hier hat jemand eine Zähneabschussserie? Trainier mich! Okay, keine Ahnung. Halbzeit. Ich habe es total vermasselt. Den Luftkampf. Aber es ist nicht das erste, also es ist nicht das einzige Mal, dass wir das Spielen, also wir werden ja wahrscheinlich gleich nochmal, oh, die schöne B17, wir werden wahrscheinlich ja gleich nochmal einen Luftkampf haben, also, wenn wir so weit kommen. Ich habe 13 Kills in dieser gesamten Warrunde gemacht, im Durchschnitt mache ich ca. 100, aber ich habe noch eine Maschinenpistole, die nehmen wir diesmal, und wir werden ja nochmal diese Map spielen. Es ist nicht so, als ob das jetzt das einzige Mal war. Also wir werden es nochmal versuchen. Es ist nicht so, dass es jetzt das letzte Mal war, dass wir es machen, aber ehrlich gesagt, es war gar nicht mal so einfach. Es ist echt. Wow, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es war echt schwer,
das zu machen. Okay, ich habe meine Maus jetzt auch etwas zu langsam wieder eingestellt. Also, es hieß, man soll die Maus schnell einstellen. Das habe ich mal eben gemacht. Aber, oh. Es hat ja keine Veränderung gebracht. Muss ich ehrlich sagen. Also, das war der unangenehmste Part in der gesamten Mission. Also, man muss sich natürlich erstmal hier dran gewöhnen. Was jetzt mich hier erwartet. Ich habe geleckt. Ich habe geleckt. Das habe ich gerade gemerkt. Hier unten irgendwo ein Gegner? Okay. Okay, 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 Remske. Lauf. Zickzack. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung! Lauf nicht gegen mich! Nein, Leute! Oh Mann, ey. Okay, aber wir haben Mollys. Auf jeden Fall einen. Vielleicht. Na gut, waschen wir vor. Nein. Wieso bin ich so unpräzise aktuell? Aber wir haben es hinbekommen. Wir haben die Geheimdaten nach Hause gebracht. Da war eine Mine. Ja, da war eine Mine. Ich habe es nicht gemerkt. Das war knapp. Aber gut, erstmal einspielen. Langsam aber sicher. Wir haben fast die Geheimdaten nach Hause gebracht. Ich würde ja schon beinahe sagen, die Teammates haben schon wieder zu zweit nicht eine Person down bekommen, weswegen es nicht so gut geklappt hat. Weil die haben ja zu zweit auf den schon bereits geschossen, weil der war ja schon da, bevor ich da ankam. Ich möchte da unten nicht rein. Aber sie haben ihn nicht down bekommen. Das ist so ein typisches Problem, was mir oft auffällt, dass wenn zwei auf einen schießen, der denn aber mich möchte, sterbe ich immer. Weil mein Teammate ihn nicht down bekommen. Ja, der ist unten. Ich habe keine Granaten mehr. Fällt mir gerade auf. Aber, okay. Oh, ich muss nachladen. Das ist jetzt unpraktisch, aber gut. Vielleicht war das Sniper und die Burstwaffe keine gute Wahl. Na. Aber diese Waffe hier ist auf jeden Fall eine bessere Wahl. Das ist die wunderbare Sterling SMG. Auch eine wunderschöne DLC-Waffe. Es muss hier noch irgendwo jemand sein. Da. Komm. Ich muss leider das Video zensieren. Oben und unten, da der Gegner ein Symbol hat, was ich nicht zeigen darf auf YouTube. Und naja, ich werde es dann machen, aber ich hoffe, dass ich dann die zweite Runde unzensiert hier spielen kann, damit ihr... Gott, ich habe keine Muni mehr. Damit ihr es einfach ein bisschen angenehmer zum Schauen habt. Komm, 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 komm. Na gut. Oh nein, ich kann das nicht. Eben, da haben wir noch ein schönes deutsches Flugzeug geflogen. Was theoretisch hätte gut gehen müssen. Nee, also... So, ich habe meine Maus auf die höchste Geschwindigkeit gestellt. Also, wenn es jetzt nicht besser geht, dann habe ich keine Ahnung. Nee, es fühlt sich noch ekliger an als davor. Aber scheinbar fliegen sich die Ami-Flieger besser als die Deutschen. Warum? Ich dachte, es hieß doch immer, dass die deutschen Flugzeuge, vor allem diese Messerschmitts gegen... Oh, der leckte. Gegen die wir hier kämpfen, doch eigentlich immer... mit die besten Flugzeuge waren, die es eine Zeit lang im Krieg gab. Aber, okay. Okay, ich habe ihn aus den Augen verloren. Dann werde ich ihn nicht weiter jagen. Aber auf jeden Fall sind die hier etwas wendiger in meinen Ansichten. Dennoch, wow. Ach, ich bin zu hoch. Zu hoch sind also auch Flachs. Na, komm, etwas weiter runter. Komm. Wow, man kann sich also kaputt rammen. Gut zu wissen. Aber wir sind hier nicht in Japan. Wir sind keine japanischen Piloten. Also, wow. Sollten wir das vielleicht nicht machen? Ich habe das Ziel, einen abzuschießen. Komm. Ach, man muss nicht vorhalten. Man muss genau treffen. Das ist ja... Ah, ich habe einen Kill bekommen, auch wenn es eine Selbstmordhilfe ist. Aber okay, wir müssen genau treffen. Vorhalten zählt nicht.
Komm, 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 komm. Nein! Oh Gott. Normal müsste der jetzt aber trotzdem es nicht mehr aushalten, because of... Oh, sein Flugzeug brannte. Ja, wir sind dafür zu tief gekommen. Nee, wenn das Flugzeug brennt, sollte die Überlebenschance eigentlich nicht mehr vorhanden sein. Na, wo ist denn der? Oder habe ich auf so einer Reichweite keine Trefferchance mehr? Na gut. Okay, okay, runter, runter, runter. Oh Gott, da wurde mir ein bisschen schwindelig. Okay, wir müssen hoch, hoch, hoch. Nee, also die Steuerung fühlt sich doch immer noch etwas sehr unangenehm und schwammig an, aber wir haben einen Kill gemacht, das reicht mir schon. Bis ich mich dann hier das nächste Mal rantraue an diese Mission, werde ich vielleicht noch ein paar Mal dazwischen gespielt haben, damit ich mich vielleicht etwas besser da rantrauen kann. Alter, ich finde die Steuerung echt mies schwer. Aber wir waren siegreich. Das bedeutet, die Bomber werden gewinnen und jetzt die Bomben abwerfen. Das heißt, wir haben beide Enden tatsächlich gesehen. Einmal, wo die Bomber zerstört werden, einmal, wo die Bomber bombardieren. Und ich muss immer noch sagen, das Fliegen ist echt eine unangenehme...